So, einen wunderschönen guten Morgen. Nach einer Woche Pause, 3 um 8, sind wir wieder hier. Mein Name ist Claudia Kascheda und ihr seid hier im Abenteuer Homeoffice. Ja, heute mit 3 Fragen zu einem Tool wieder einmal, und zwar zu Evernote. So, ich hole mir noch meinen Schummelzettel hierher. Was sind die häufigsten Fragen? Das erste ist, was speicherst du überhaupt in Evernote ab? Du verwendest doch Trello. Ja, das ist also so mein zweites Haupttool, könnte man sagen, Evernote. Dann die zweite Frage. In Evernote könnt ihr natürlich auch mit Checklisten arbeiten. Und wenn man die mal abgehakelt hat, wie kriegt man diese Hakel ganz schnell wieder weg? Auf 2 Klicks im Endeffekt. Das zeige ich kurz her. Und wenn man das nicht möchte, immer dieselbe Notiz zu verwenden als Checkliste, dann zeige ich euch auch noch, wie man mit Vorlagen arbeitet in Evernote. Das funktioniert nämlich auch ganz super. So, dann würde ich mal sagen, ich teile den Bildschirm mit euch. Hoffe, dass mit der Übertragung alles funktioniert. Zoom spinnt momentan ein bisschen. Seit dem letzten Update kann ich zum Beispiel keine Live-Videos mehr vorplanen. Darum bin ich also jetzt so reingehüpft sozusagen. Aber das nur nebenbei. So, dann teile ich mal den Bildschirm und lade euch ein in mein Evernote. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich verwende Evernote, die Online-Version, ungerne, weil sie einfach nicht so viele Möglichkeiten hat, sondern ich habe Evernote wirklich installiert bei mir am PC, Windows, und arbeite am liebsten hier herinnen. Aber es wird natürlich automatisch synchronisiert. Wenn ihr die Gratis-Version von Evernote habt, wird das nicht so oft gemacht, aber in der ersten Bezahlversion, ich glaube Pro oder Plus heißt die, wird wirklich sehr schön auch synchronisiert. Also, ich als Trello-Fan und Trello-Fee verwende auch ein zweites Tool, einfach weil es keine eierlegende Wollmilchsau gibt. Ja? Und Trello ist für mich so das Planungsüberblickstool, und in Evernote speichere ich alles, was so ein bisschen mehr Text hat. Ja? Also hier seht ihr zum Beispiel das Notizbuch Artikel in Arbeit, da schreibe ich meine Artikel runter. Einfach auch deswegen, weil Evernote auf dem iPad sehr gut funktioniert und ich beim Schreiben gern auf der Couch mit Beine hoch sitze und dort dann eben in Evernote sehr ungestört den Text reintippen kann. Was habe ich hier noch drinnen? Anleitungen. Anleitungen, Unterschied zur Checkliste ist die, dass Checkliste soll wirklich nur so ein kleiner Reminder sein, was muss ich tun. Und bei der Anleitung geht es also dann schon etwas tiefer, wie ihr hier zum Beispiel sehen könnt, für die Webinare, die ich ja jetzt regelmäßig gegeben habe und ab November dann auch weiter regelmäßig geben werde, habe ich meine Checkliste, damit ich nichts vergesse. Es ist einfach wahnsinnig viel zu tun. Und außerdem für den Felix, meinen Sohn und Assistenten, habe ich hier auch einige Anleitungen geschrieben. Die kann er sich anschauen. Und da sind wir jetzt gleich wieder bei Trello. Ich hüpfe mal schnell zu Trello hinüber in das Board, das ich mit dem Felix gemeinsam habe. Und ja, er wird also dieses Live-Video dann mit Untertitel versehen und in YouTube hochladen und so weiter. Und da seht ihr schon hier die Checkliste, was ist zu tun, und der Link direkt zu Evernote, allerdings die Online-Version. Ja, klar, sonst können wir es nicht verlinken, wenn das auf seinem PC liegt oder auf meinem PC liegt. Da seht ihr jetzt auch gleich den Unterschied. Das ist natürlich ein bisschen hübscher, aber mehr Möglichkeiten gibt es hier in der stationären Version, also in der installierten Version. Ihr seht also Anleitungen, die ein bisschen mehr enthalten als ein Stichwort, die mache ich gerne in Evernote. Womit wir dann, was habe ich denn sonst noch? Schauen wir mal, Newsletter, genau, in meinem Newsletter bekommt ihr ja jede Woche einen Selbstmanagement-Tipp. Und auch die hebe ich mir hier auf. Man weiß ja nicht, was kommt. Vielleicht wird da mal ein E-Book draus oder ein Kartenset oder was auch immer. Also solche Text-Snippets hebe ich mir auch einfach in Evernote auf,
weil man von hier aus zum Beispiel die Notizen wieder zusammenfassen kann in ein Dokument. Also gibt da sehr viele schöne Möglichkeiten, was man dann weiter damit machen kann. Alles, was Planung, Organisation, mich dran erinnern, To-Do-Liste und so weiter anbelangt, ist also in Trello. Und immer wenn es in Richtung ein bisschen mehr Text geht, dann gehe ich in Richtung Evernote und manchmal verknüpfe ich die beiden auch miteinander. Das also als Antwort zur Frage, was speichere ich überhaupt in Evernote ab, obwohl ich doch Trello verwende. Das ist, finde ich, ganz wichtig, dass man nicht versucht, ein Tool zu quasi vergewaltigen, das eigentlich dafür nicht gemacht ist, und Trello ist nicht für lange Texte gemacht. Ja? So, zweite Frage. Wie kann ich die Häkchen aus der Checkliste rausbekommen? Also die eine Möglichkeit ist, so eine Checkliste einfach immer wieder zu verwenden, ja, und dann eben durchzuarbeiten und abzuhakeln, was man schon alles erledigt hat. Wenn ihr da jetzt durch seid, ihr seht, das ist eine sehr lange Checkliste, dann ist es natürlich mühsam, die alle wieder händisch abzuhakeln, das heißt, diese Hakel hier wieder rauszunehmen. Ja. Und da gibt es einen ganz kurzen Trick, einen schnellen Trick. Ihr markiert einfach den Bereich, wo diese Hakel gesetzt sind. Dann hier oben habt ihr das Menü mit den Kontrollkästchen oder Checkboxen. Wenn man da einmal draufklickt, sind die Checkboxen weg. Und wenn ihr das zweite Mal draufklickt, dann sind sie da, und zwar ohne angehakt zu sein. Ja? Das muss man halt dann in jedem Bereich machen. Aber ich glaube, das geht schneller, als wenn man das händisch abhakelt oder die Häkchen wieder rausnimmt. Aber es gibt natürlich noch eine Möglichkeit, nämlich diese Checkliste als Vorlage zu speichern und dann zum Beispiel bei jedem Webinar wieder zu verwenden. Ja, das habe ich bisher noch nicht gemacht, werde ich aber gleich einrichten, weil das eigentlich eine sehr schlaue Geschichte ist, das zu tun. Wie macht man das? Übrigens geht nur ab der ersten Bezahlversion, also mit der Gratisversion, könnt ihr keine Vorlagen selber erstellen und dann verwenden. Aber so teuer ist Evernote im Jahresabo nicht, zumindest in der kleinsten Version. Das kann man sich ohne weiteres leisten, weil es halt wieder Zeit spart. Ja, und die Zeit könnt ihr dann wieder für etwas anderes verwenden und vielleicht sogar dazu verwenden, einem Kunden weiterzuhelfen und damit natürlich Geld zu verdienen, aber auch das nur nebenbei. Kommen wir zur Vorlage. Wir machen eine neue Notiz. Und dann wird hier schon vorgeschlagen, eine Vorlage zu verwenden. Und nachdem ich keine habe, super, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es funktioniert, werden wir aber schon hinbekommen. Wir machen eine neue Notiz, oder? Nein. Hier die drei Pünktchen. Ja, genau. Ich schubse mich mal da weg. Also eine Vorlage erstellen. Ich mache das, wie gesagt, auch zum ersten Mal. Geht in der Notiz, die ihr als Vorlage haben wollt, hier über die drei Pünktchen, dann als Vorlage speichern. Er übernimmt gleich den Titel, finde ich sehr angenehm. Abspeichern, und die Vorlage wird erstellt bzw. wurde erstellt. Wenn ihr jetzt so eine Vorlage, entweder selbst erstellte oder es gibt auch Unmengen von Vorlagen direkt in der Bibliothek von Evernote, wenn ihr das verwenden wollt, dann macht ihr eine neue Notiz. Hier wird vorgeschlagen, eine Vorlage zu verwenden. Da klickt man drauf. Entweder eben diese Vorlagengalerie, da gibt es auch eine Menge, oder die eigene Vorlage, habe ich jetzt nur eine. Und Notiz wird erstellt. Und da haben wir jetzt zum Beispiel neues Webinar, damit man den Unterschied sieht. Und ich habe hier herinnen bei den Anleitungen eine neue Notiz aus einer Vorlage erstellt, dass ich es rausbekomme. Wenn ihr Vorlagen bearbeiten wollt oder auch löschen wollt, dann funktioniert das auch wieder über dieses neue Notizanlegen. Dann geht ihr in die Vorlagen wieder und hier drei Pünktchen, ich sage immer drei Pünktchen, die sind immer spannend. Wenn irgendwo drei Pünktchen auftauchen, dann unbedingt mal draufklicken, und da kann man draufklicken und entweder eben Vorlage anwenden, umbenennen oder auch löschen. Das mache ich jetzt mal nicht, weil die möchte ich mir natürlich aufheben.
Ja, das war's zu Evernote, den drei Fragen, die am meisten gestellt werden. Es gibt natürlich noch 20 hinten nach und vielleicht mache ich auch ein weiteres Live-Video irgendwann mal zu Evernote, ist ganz klar. So, dann schaue ich mal in die Kommentare. Die Gabi schreibt, Evernote ist gerade beim Vereinheitlichen aller 5 Plattformen, die sie anbieten. Aha, Online, Windows, Mac, iPhone, iPad, Android. Sehr schön, Beta-Testerin angemeldet. Der Texteditor wird vereinfacht. Insgesamt wird es übersichtlicher. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und danke, Bildschirmteilen funktioniert, hat die Gabi geschrieben. Alles gut. So, damit würde ich mal sagen, entlasse ich euch in den Freitag und dann ins Wochenende. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, schönes Wochenende, heute noch einen produktiven, zufriedenen Tag. Und wir sehen uns nächste Woche wieder Freitag um 8 Uhr an derselben Stelle. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Also bis dann. Ciao.